Ja, okay, wie neulich schon mal angekündigt, beginnt nun heute am 12. September 2023, seit heute Morgen 9 Uhr, mein neuerliches, kleines, süßes Abenteuer-Krankenhaus. In solchen Abenteuern habe ich schon reichhaltige Erfahrungen. Und es sind nicht unbedingt die Abenteuer, die ich mir wünsche, die ich suche, die ich liebe. Aber sie waren in meinem Leben schon seit 1975 in regelmäßigen Abständen notwendig. Zunächst 75 eine schwere Darmoperation, 1,5 Meter dünnen Dickdarm raus, kurze Zeit später Mandel-OP, Mandeln raus, dann Achillessehnen-Wadenmuskelabriss operiert. Dann im Jahr 2000 Fuß abgebrochen, rechts nicht abgebrochen, aber ziemlich abgebrochen. 2003 beide Unterschenkel abgebrochen. Im rechten Bein hatte der Oberschenkelknochen den Unterschenkelknochen an der Tibia gespalten. Dann gab es zahlreiche Knochenmark-Sepsis-OPs, die jüngsten OPs. Na, da nicht zu vergessen, nach Herzinfarkt-OP insgesamt 3 Stents eingesetzt bekommen. Und dann die jüngsten OPs 2020 und 2022, Hüftgelenksimplantate. Und ja, und das, was jetzt das kleine Abenteuerchen verursacht, das sind massive Leistenbrüche links und rechts, die ich schon seit 2008 ja, als Nervenbelastung im Körper habe oder nicht mehr habe. Ich habe keine Leisten mehr, die sind durchgebrochen. Und da wird es jetzt allerhöchste Zeit, dieses Abenteuer in Angriff zu nehmen. Und deshalb befinde ich mich aktuell in Büdingen, habe auch seit dem 1.8.2023 meinen ersten Wohnsitz in Büdingen bei meiner Frau Astrid, die mir auch jetzt bei diesem Abenteuer Leistenbruch, Abenteuer Krankenhaus in Büdingen zur Seite steht. Ja, und heute Morgen war ich bei einer Frau Dr. Frank, erstmals eine Chirurgin, die an mir rumdoktern wird. Sympathische Frau, kompetente Frau, Mittelalter, also schien noch geeignet zu sein, ordentlich zu reparieren, zu nähen, zu flicken. Und da ging alles jetzt heute Morgen ratzfatz. Klar war dringende OP-Empfehlung links und rechts. Ich hatte dann die Wahl auszuwählen, ja, weicheitechnisch die OPs nacheinander, zeitlich nacheinander. Erst die erste, dann die zweite, dazwischen 6 Wochen oder länger Pause. Ich habe mich für die Ratzfatz-Methode entschieden. Und dann sagt die Frau doch prompt zu mir: Okay, Freitag ist OP-Termin frei, heute ist Dienstag. Und dann morgen OP-Vorbereitungscheck, Anästhesie und so. Da bin ich erstmal so ein bisschen auf die Bremse getreten, weil ich morgen noch zu meiner Tochter Samira nach Mülheim fahren will und dort noch mit der Motorsense ihren verwilderten Garten etwas planieren, bügeln möchte. Okay, dann werde ich Donnerstag aus Mülheim zurückkommen, habe dann um 14.50 Uhr oder so im Krankenhaus in der Station 2A, ja, OP-Check. Das kenne ich ja alles, Routinekiste. Der Anästhesist will wissen, welche Macken ich habe, womit er rechnen muss, wenn ich bei der OP plötzlich abkacken sollte. Dieses Abkacken hatte ich in der Tat schon mal bei meiner vorletzten OP, Hüft-OP in Weilburg. Da ist mein Puls während der OP auf 20 runtergegangen und das sorgte damals für Aufregung. Und nach dieser Hüftgelenks-OP wachte ich nicht auf im üblichen Aufwachraum, sondern auf der Intensivstation, umzingelt von 4 Chefärzten, dem Chefarzt Chirurgie, dem Chefarzt Kardiologie, dem Chefarzt Anästhesie und dem Chefarzt, ja, was war denn da noch? Anästhesie? Ja, Intensivstation, genau. Also, wenn ich jetzt hier bei solchen OP-Menschen
Notwendigkeiten von kleinen Abenteuerchen spreche, dann sind das in der Tat, ist das kein Scherz und auch kein Zynismus oder sonst was, todernst. Ja, wäre richtig todernst. Man kann auch bei so einer OP einfach mal flöten gehen. Da kann einfach mal Feierabend sein, dass der Körper sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Narkose, ich mache jetzt aus. Aber ich bemühe mich, für die anstehende OP wieder ausgezeichneten Optimismus in mir zu verbreiten. Und das Erste, oder was ich gefragt habe, als die angedachte OP-Ärztin Frau Dr. Frank mich fragte, ob ich noch Fragen hätte, war meine Frage, wie lange muss ich warten, bis ich wieder Fahrrad fahren kann, sagt die zu mir. Also wenn sie ein E-Bike haben, nur wenige Tage. Aber es muss erst die Bauchdecke zusammenwachsen, die Muskeldecke muss zusammenwachsen. Das Netz wird ja, zwei Netze werden links und rechts eingenäht und die müssen sich dann mit dem Muskelfleisch verbinden. Also im Großen und Ganzen 6 Wochen. Ja, dann habe ich gedacht, also kann ich im Januar schon wieder Skifahren? Sagt die doch prompt zu mir, auf keinen Fall, nein, das geht nicht, sind Sie wahnsinnig? Nein, die sagt auch, Sie können schon früher Skifahren. Es kann natürlich sein, dass dann was anderes reißt, aber das Netz wird nicht reißen. Es kann höchstens mal ausfransen an der Seite, wenn die Belastung zu groß ist. Dann wird ein Stück Netz angeflickt. Also, Abenteuer, schön, es geht los. Und ich bin auch froh, denn es ist immer blöd, irgendwelche Unannehmlichkeiten vor sich herzuschieben, auch wenn es Abenteuerchen sind. Aber um das nochmal klipp und klar zu sagen, Abenteuer, die man unternimmt, wie ich auch gerne in meinem Leben schon ewige Zeiten, die man unternimmt, plant, organisiert, um spannendes Leben zu realisieren, adrenalinhaltiges Leben in die Gänge zu bringen, das ist eine andere Nummer wie Krankenhaus. Abenteuer, Krankenhaus, Unfälle, massive, schwere Erkrankungen aller Art. Da hört der Spaß auf, da hört die Freude auf, da wird es eben gelegentlich todernst. Und das ist eigentlich das, was ein wirkliches Abenteuer von einem gespielten Abenteuer unterscheidet. Wollte ich nur mal so gesagt haben.